Eckhard Rüssle und Thorsten Grill für diese sensible Einführung in unsere heutige Montagsdemo. Die 228. ist es inzwischen und es sind, wie ich vorher gesehen habe, noch zwei Gruppen, die ich extra begrüßen möchte, hier eingetroffen. Seit einiger Zeit gibt es einen regelmäßigen Spaziergang vom Kernerplatz. Die habe ich vorher unterwegs schon gesehen. Ganz herzliche Begrüßung nochmal von mir. Ich selber bin gerade mit dem Fahrrad hergekommen und habe mich dann gewundert, warum da so eine Wanne mit Blaulicht so langsam fährt in der Nähe vom Wagenburg-Tunnel. Und dann habe ich die Gruppe mit ihrem Transparent gesehen und habe mich gefreut, dass die auch in der Stadt mal wieder präsent sind. Genauso wie unsere Radler, die jetzt auch angekommen sind, die begrüße ich auch ganz herzlich. Herzlich willkommen, die Radler. Dann etwas, was ich bei der letzten Montagsdemo schon mal kurz angemahnt habe. Ich sehe dort hinten vor dem Tretschler ein Polizeifahrzeug stehen. Und da war das letzte Mal eine Kamera drauf montiert und da bin ich hingegangen und habe die Polizisten darauf hingewiesen, dass wir hier eine genehmigte Versammlung sind und keine Leute, die man mit der Kamera beobachten muss. Und ich möchte auch alle anderen, die jetzt hier sind, darauf hinweisen, es gibt kein Recht, uns hier von vornherein mit der Kamera zu beobachten. Und das sei den Polizisten jetzt noch in aller Deutlichkeit gesagt. Es gibt heute zwei Redner, die ich ankündigen möchte. Das ist einmal Dr. Eisenhardt von Löber, Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Und zum anderen spricht seit langer Zeit mal wieder zu uns Hannes Rockenbauch von Stuttgart Bündnis SOS. Sein Thema heißt Wege durch die Stadt. Das wird er selber nachher erläutern, was damit alles gemeint ist. Ich glaube, es ist ein ziemlich umfassender Grundschlag. Ich möchte ein paar kleine Bemerkungen noch voranschicken. Ich habe nachher so viele Termine anzukündigen, darum will ich es ausnahmsweise mal kurz machen. Ich möchte daran erinnern, dass wir einen Ministerpräsident haben, der nicht nur praktizierender Katholik ist, sondern auch an führender Stelle mitarbeitet und möchte eben als kleines Beispiel des Mutes seinen Papst Franziskus vorhalten, der es immerhin gewagt hat, in Italien dazu aufzurufen, Mafiosi zu exkommunizieren. Und das Ähnliches würden wir uns auch von ihm hier wünschen. Hier gibt es nämlich auch Mafiosi. Dann wird uns ja immer wieder mal vorgeworfen, dass wir uns der Polizei gegenüber unfreundlich benehmen. Und das wollen wir natürlich im Prinzip nicht. Wir haben einen Aktionskonsens von den Parkschützern, in dem heißt es ausdrücklich, die Polizei ist nicht unser Feind. Aber, muss ich daran setzen, sollen wir vergessen, wozu Polizisten sich leider hier in Stuttgart immer wieder haben missbrauchen lassen, als sie, und zwar nicht nur am 30.09., rohe Gewalt angewendet haben. Trotzdem gilt natürlich, dass wir friedlich bleiben. Dann noch ein anderes Thema. Man kommt immer wieder mal damit in Berührung, dass Menschen sagen, ihr macht ja allen nur Angst, es könnte das Mineralwasser geschädigt werden, die Hänge könnten rutschen, das Geld könnte nicht reichen. Und ihr verbreitet Verschwörungstheorien, es ist alles gar nicht so schlimm, Stuttgart 21, jetzt lasst es nur erstmal kommen. Aber sollen wir denn deswegen verschweigen, dass es beispielsweise ein Mitglied des CDU-Untersuchungsausschusses namens Müller war, der nachts auf einem Parkplatz interne Unterlagen an den Verfassungsbrecher Markus illegal weitergegeben hat? Und andere hohe Mitarbeiter aus der ehemaligen Regierung
mit allen juristischen Mitteln dagegen ankämpfen, dass ihr E-Mail-Verkehr vor dem 30.09. entweder von Staatsanwälten oder vom Untersuchungsausschuss untersucht wird. Warum denn, fragen wir uns. Transparenz ist das Gebot der Stunde, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Vorgeschichte des 30.09. aufzuklären. Dazu werde ich nachher noch etwas zu einem Termin sagen. Und schließlich noch ein aktueller Fall. Ein Profaller, ein schleimiger Profaller, der als Regierungsmitglied massiven Lobbyismus zugunsten der DB AG vor der Aufsichtsratssitzung betrieben hat, bei der weitere Milliarden Volksvermögen in skandalöser Weise für ein nachweislich unwirtschaftliches Murksprojekt verschwendet wurden, und eben dieser Profaller jetzt mit einem hochbezahlten Posten bei derselben DB AG belohnt wird. Alles kein Grund für Verschwörungstheorien, aber für gründliches Misstrauen. Das sind nur ein paar ganz wenige Dinge von dem, was unseren Zorn erregt und was mit Recht unseren Zorn erregt. Und dieser Zorn soll dann trotzdem aber kein Anlass sein, dass wir unfriedlich werden, sondern dass wir uns weiterhin wehren, dass wir uns engagieren, dass wir uns empören, zum Beispiel indem wir am kommenden Donnerstag bei der sogenannten blasphemischen Tunneltaufe am Fasanenhof erscheinen. Dazu später noch mehr. Jetzt möchte ich aber den ersten Redner bitten. Ich glaube, das ist... Der Hannes, fängst du oder Eisenhower? Okay, also, eigentlich sollte Eisenhower zuerst sprechen, aber jetzt ist der Hannes da. Dann freue ich mich, Hannes Rockenbauch anzukündigen. Hannes, bitteschön.